Willkommen bei Isolet. Wir präsentieren Ihnen unser LED-Trockenbauprofil T-Profil 14 und zeigen Ihnen, wie Sie es einfach, präzise und sauber in eine Trockenbauwand oder Decke einbauen können. Das Profil aus eloxiertem Aluminium wird in einer Standardlänge von 2 Metern geliefert. Es ist ein vollwertiges Lichtmodul und kann mit einem Flexband mit einer maximalen Breite von 14 mm bestückt werden. Das Leuchtenprofil wird in das Trockenbaukonzept integriert, indem es zwischen zwei Gipsplatten montiert wird. Zunächst montiert der Profi die erste Gipsplatte und verschraubt sie mit der Trägerkonstruktion. Nun setzt er das Aluprofil in die Wand ein und schiebt den Flügel hinter die Trockenbauwand. Um die Gipsplatte und das Leuchtenprofil mit der Trägerkonstruktion zu verschrauben, ist es wichtig, vor dem Eindrehen der Schrauben Löcher vorzubohren. Dazu sollte ein Bohrer verwendet werden, der für Aluminium geeignet ist. Nun wird die zweite Gipsplatte auf das Leuchtenprofil gelegt und mit der Trägerkonstruktion verschraubt. Um zu verhindern, dass Verunreinigungen bei der Montage in das Aluprofil gelangen, kann das robuste Schutzcover aus Soft-PVC eingeklickt werden. Tragen Sie wie gewohnt die Spachtelmasse auf. Beginnen Sie im Bereich des Leuchtenprofils vorsichtig und exakt entlang des Aluprofils und anschließend vollflächig auf die gesamte Gipswand. Entfernen Sie mit einem feinkörnigen Schleifpapier abstehende Spachtelmasse. Glätten Sie die Kanten und Nahtstellen und streichen Sie den sichtbaren Bereich des Trockenbauleuchtenprofils und die Wand in der gewünschten Farbe. Nun können Sie das Flexband in das Profil kleben. Achtung auf die maximale Flexbandbreite. Sie können nun das gewünschte Cover in das Profil drücken. Genießen Sie das perfekte Ergebnis. Ganzheitliche LED-Lichtlösungen mit flexiblen Lichtlinien. Entdecken Sie das gesamte Produktsortiment auf www.isolet.shop, www.isolet.ch oder www.isolet.hu.